Hallo, mein Name ist Jürgen Bremer von GB German Sports und jeder weiß ja, dass ich sehr gerne den Leberhaken schlag und wir haben jetzt so viele Anfragen dazu bekommen, dass ich das euch ganz gerne näher bringen möchte, wie ich persönlich den Leberhaken am liebsten schlage und wie man ihn schlagen könnte. Dazu muss man sagen, ich bin Rechtsausleger, das heißt, ich führe mit der rechten Hand den Kampf und die linke ist meine Schlaghand und mit der linken habe ich sehr viele Kämpfe entschieden und möchte euch eigentlich so ein paar Varianten, die ich auch probiere als Trainer zu vermitteln, euch zeigen heute. Und zwar nehmen wir jetzt den Sandsack an, das ist der normale, das ist mein Gegner und was ich sehr gerne immer gemacht habe, ist außen an die Deckung vorbei auf die Leber zu treffen. Halt, sprich, wenn ein Normalausleger jetzt wie ich jetzt vor euch steht, die drehen sich meistens nach vorne und dann ist dieser Weg natürlich ideal frei. Und den Moment probiere ich eigentlich zu bekommen in so einem Kampf und probiere halt den meistens den entweder außen gegen gegen Gegner, die sich auch viel nach vorne beugen und so, ist das eine ideale Waffe, um Kampf für sich zu entscheiden. Entweder außen oder wenn er so versetzt steht, in. Das heißt, zwischen den beiden Händen die Innenseite zu treffen oder die Außenseite. Das gleiche gilt für einen Normalausleger. Jetzt zeige ich euch, jetzt möchte ich euch auch erklären, wie das ist, wenn man Normalausleger ist und den idealerweise schlagen kann. Und zwar die meisten, die stehen ja so frontal zu den Gegner und dann nimmt man die Führungshand. Aber heutzutage kannst du nicht nur mit der Führungshand zu Leber in Kampf entscheiden, sondern auch mit der Schlaghand. Und das machen jetzt sehr, sehr viele Leute schon. Natürlich die klassische Führungshand, Leberhaken, aber sie drehen sie auch rum, Innenseite oder sogar die rechte als Schlaghand, indem sie sich ein bisschen versetzen und den Gegner probieren, mit der rechten Geraden oder sogar als Aufwärtshaken die Leber zu treffen. Das ist sogar passiert George Groves gegen Jamie Foxx im Kampf im WBSS Viertelfinale und da hat er den Kampf auf der Leber mit einem rechten, leichten Cross-Overs-Haken zur Leber entschieden. Und ja, das wollte ich euch erklären, dass es halt mehrere Varianten gibt, die Leber zu treffen und nicht nur dieser einfache, klassische Leberhaken. Also es kommt immer darauf an, welche Position man steht zum Gegner, den richtigen Moment, wann setzt er an. Wann kannst du sogar im Schlag rein den Leberhaken setzen? Und ja, ich glaube, ich habe euch das so ein bisschen erklärt. Ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen verstanden und wisst, was ich meine und wie man das vielleicht umsetzen kann und trainieren kann. Wichtig ist immer die Position oder das richtige Timing für den Schlag. Das ist natürlich ganz entscheidend.